Yo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um 5 Teilnehmer, die in der JMC meiner Meinung nach zu früh geflogen sind. Gleich mal zum Anfang gesagt, ich werde hier jetzt nicht mit sowas kommen wie Damon hätte ins Finale kommen sollen, aber ist schon im Halbfinale geflogen. Ich werde mich jetzt hier wirklich nur auf 16. und 32. Kandidaten spezialisieren. Halt einfach Leute, die überhaupt nicht weit kamen, meiner Meinung nach aber weiterkommen hätten müssen. Fangen wir an. Auf den Fersen. Jordan Logo. Jordan Logo. Ich bleib der King, denn verlieren ist fast genauso wie dein Pimmel, Alter. Ist halt nicht mein Ding. Whoa. Bitch, mir ist egal, ob dir der Scheiß gefällt. Scheiß gefällt. Dann du wirst nie wie ich, verdammt, so bleib du selbst. Bleib du selbst. Ich muss ganz subjektiv sagen, ich habe mir Rolex jetzt nicht mega oft gegeben, aber am 32. zu fliegen ist schon echt hart für ihn. Ich meine, der Inhalt ist immer ziemlich unterhaltsam und er hat seinen ganz eigenen Style, also den kann man sich auf jeden Fall geben. Dass er wirklich schon im 32. geflogen ist und nicht mal bis ins 16. kam, ist schon ein bisschen hart, finde ich. Also dem hätte ich auf jeden Fall eine weitere Runde gegönnt. Schade für ihn. Darin empfangen sie all ihre Freier und zahlen dann selbst noch Money. Und kommen gleichzeitig mit SpongeBob, so wie meine erste Quali. Manchmal denk ich, alles um mich rum ist nichts wert, ist dein Leben nicht mehr. Nee. Manchmal überkommt mich diese Lust, mich zu wehren. Auf Platz 4 sind Jastic und Chosen. Ich muss sagen, dass ich mir die jetzt auch nicht mega oft gegeben habe, aber die Quali hat mich schon ziemlich geflasht. Die war einfach vom Gesamtlook ziemlich cool, klang cool und war einfach nice. Das 32. war einfach so ein ganz eigenes Genre, finde ich. Das war nichts Übliches, was man auf dem JBB-Kanal schon öfter gesehen hat. Das war einfach so richtig Storytelling und es war unterhaltsam. Ich finde, da hat es noch so ein bisschen an einem Markenzeichen gemangelt, weil die Runde jetzt auch nicht mega oft um mich war oder so. Aber das Konzept mit Jastic und Chosen, einfach so die gute und die böse Seite, das war schon echt interessant und da hätte man noch mehr rausmachen können. Also auch diesen beiden hätte ich durchaus das 16. gegönnt. Wir zerstören das Game, sind am Abkassieren. Und du verfolgst das Live auf deinem Platz marschieren. Wir killen Rapper, killen Rapper, killen Rapper, killen Rapper mit der Winchester. Wisst ihr was? Ich will mal nicht so sein. Auf Platz 3 ist Rapido. Ich muss auch wirklich sagen, ich war nie der größte Rapido-Fan. Ich fand den halt immer okay. Die Hooks waren meistens ziemlich gut, aber das war es für mich auch schon. Aber dafür, dass er in der Quali-Phase und im 32. so gehypt wurde, ist es dann doch ziemlich abrupt zu Ende gegangen. Und vor allem sind ja hier nicht mal die Zuschauer schuld. Rein vom Voting her war Rapido ja auf Platz 1, aber Julian hat halt die anderen beiden noch besser bewertet und Private Paul in Veto reingedrückt. Und ich muss auch wirklich sagen, das 16. von Rapido hat mir besser gefallen als die anderen Runden. Vor allem die Hook war halt wirklich eine Überbombe und das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mir den Track einige Male angehört habe. Ich weiß nicht, ob die Differenzen von Rapido und Julian damals schon da waren, aber er hätte es auf jeden Fall weiterbringen können als das 16. Der hatte auf jeden Fall auch eine große Fanbase und eine gute Bewertung und ihn da am 16. gehen zu lassen, war schon etwas dreist. Egal wer sich aufregt, ich schreib bis hin, denn ich hab einfach Spaß am Beleidigen. Lass uns den Scheiß gewinnen und ihr könnt machen, was ihr wollt, weil so fucking cool wie ich einfach keiner klingt. Cassius ist der King, du weißt Bescheid, Nutte. Wen willst du mit der Scheiße hier beeindrucken? Cassius Clay ist meine Nummer 2. Hier muss ich halt wirklich mal sagen, dass er jetzt nicht komplett ungerechtfertigt rausgeflogen ist, weil seine letzte Runde war jetzt wirklich nicht so mega der Burner, finde ich. Trotzdem ist Cassius Clay ein guter Rapper, der auch wirklich krass abliefern kann. Leider hat er das im 16. nicht mehr gezeigt. Aber ohne Scheiß, guckt euch doch einfach mal seine Quali an. Nach der Quali-Phase dachte ich halt wirklich, dass es Cassius Clay bis ins Finale schaffen könnte. Das hat dann doch nicht so optimal geklappt. Aber ich mag Cassius Clay halt auch einfach, deswegen fand ich es schade, dass er rausgeflogen ist. Wobei es halt wie gesagt die beste Entscheidung war, weil dafür ist dann Vocal weitergekommen und Vocal hat halt einfach besser abgeliefert. Trotzdem hätte ich mir Cassius Clay auf jeden Fall weiter gewünscht. Wenn sie kommen, eine Sense, zeigen die Zeichen im Pentagramm. Nichts ist wie es scheint, mach die Augen auf, die Unendlichkeit wird vor unserer Nasenspitze ausgeraubt. Auf Platz 1 ist ebenfalls ein 16. Kandidat und zwar Epic. Und ja, was soll ich sagen, ich fand jede Runde von ihm übertrieben krass, vor allem seine letzte Runde 23. Ich kann beim besten Willen immer noch nicht nachvollziehen, wie der gegen Lumara fliegen konnte.
23 ist für mich einer der perfektesten Tracks der ganzen Cypher, mit einer guten Hook, einem richtig coolen Video, einem coolen Flow, einer coolen, einzigartigen Art. Der ist einfach richtig cool drauf gewesen. Und nach der Bewertung dachte ich halt wirklich, dass Epic weiter ist, aber dann kam Lumara und Julien hat hier 1000% reingedrückt. Das hat mich schon wirklich mitgenommen. Okay, das waren meine Kandidaten, die eindeutig zu früh geflogen sind. Natürlich gibt es noch einige mehr, die weiterkommen hätten müssen, aber bei diesen 5 habe ich es einfach am engsten gesehen. Lasst gerne mal eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt mir gerne mal eure 5 Kandidaten in die Kommentare, die ihr gerne weitergesehen hättet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.